Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Lange ist es her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben, also ich. Und deshalb machen wir jetzt wieder mal weiter. Wir wollen die nächste Insel, glaube ich, ansteuern. Ja. Denn hier scheint keine mehr zu sein. Wir haben abgelegt. Der Hai ist auch noch mit dem Köder beschäftigt. Oh, das ist gerade die Insel verschwunden, weil es gab ja ein Update. Und ich glaube, jetzt gibt es Bären hier im Spiel. Und ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Insel ist weg. Jetzt habe ich mich gerade nicht ausgekannt. Ich dachte, ich hätte schon abgelegt. Nee, nee, die Insel ist weg. Okay. Wir machen uns hier vom Acker. Ja, so geht's auch. Gut. Schön. Ja. Alles klar. So, ich habe keine Ahnung, wo wir hinsegeln werden. Na, so wollte ich das nicht öffnen. Schon mit Tempo, würde ich sagen. Ich habe aber keine Ahnung, in welche Richtung es gehen soll. Ich nehme mal an, so irgendwie. Jo. Die nächste Insel soll angesteuert werden. Und dann schauen wir mal, ob es da auch schon Bären oben gibt. Wobei, ich könnte gleich schauen am Forschertisch, ob wir neue Sachen bauen können. Sehr was? Ob es hier neue Pläne gibt. Lederbeinschützer, dafür brauchen wir Leder, ne? Na, gibt scheinbar nichts Neues. Also nicht viel. Die Wiese wissen wir schon. Der Netzkanister. Heilsalbe. Die ist neu, oder? Oder habe ich die einfach überlesen? Ist nicht nur hübsch, sondern vergrößert auch das Inventar. Ein Rucksackerl. Ja, das ist cool. Okay, Leder. Das erklärt auch, warum es jetzt Bären gibt, ne? Wegen Leder und so. Unser Bett ist auch hier. Diesmal habe ich es verstärkt, schlauerweise, damit es nicht nochmal wegkommt. Gut. Eine Hängematte möchte ich mir dann bauen, glaube ich. Jo. Nochmal statt das Bett am Boden. Jo. Ich glaube, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Gut. Wir brauchen Clipper. Ich brauche eine Flosse. Die habe ich da. Flosse, Sauerstoffflasche, passt. Essen, Trinken haben wir genug. Okay, ich muss jetzt wieder mal reinkommen. So, so. Gut. Dann wäre schön, das Floß auch noch auszubauen. Ich möchte gerne hier noch das voll machen. Hier so rüber, rundherum. Dass es quasi wie ein Dach wirkt. Einfach, weil ich finde, es schaut hübsch aus. Und ja, möchte ich halt haben. So. Dafür brauchen wir halt Planken und ich sehe gerade, ich schwimme hier voll am Müll vorbei. Es muss mehr in die Richtung gehen. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt da so richtig bin. Fast. Was ich auch machen muss, unbedingt, habe ich mir schon gedacht, wäre vielleicht gar nicht so blöd, in jede Ecke ein Segel zu setzen. Ja. Damit ich gleich sehen kann, zum Beispiel hier, wenn jetzt da ein Segel wäre, könnte ich hinten ausschalten und könnte hier gezielter steuern. Ne? Das wäre, glaube ich, ein Projekt, das könnte ich mal angehen. In naher Zukunft vielleicht. So. Ich brauche Kunststoff. Das Netz ist auch verkehrt. Oh, was sind das? Gefundene Gegenstände. Erste Seite, du bist ein mutiger Pionier. Ja. Was? Da. Lass du mein Floß in Frieden? Du Bastard. So. Was? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Habe ich das schon immer gehabt, das Buch? Hehe, das wird zu mir passen. Du bist ein mutiger Pionier. Erstens, dein Floß ist dein Zuhause. Dein
Haken ist dein Freund. Genau. Zweitens, wenn dein Floß auseinanderbricht, zimmerst du es wieder zusammen. Wenn dein Haken verloren geht, baust du einen neuen. Drittens, wenn du den Eindruck hast, das blaue Meer zieht sich unendlich hin, dann bist du nicht aufmerksam genug. Viertens, es gibt nichts, was du nicht herstellen kannst, wenn du das richtige Treibgut hast. Fünftens, höre alle Frequenzen des Funkgeräts ab. Wenn etwas sendet, ist es über Wasser. Aha. Sechstens, andere waren schon vor dir da. Weitere werden dir folgen. Setze auch du dein Zeichen in der Welt. Siebtens, die Welt ist untergegangen, aber ihre Geschichten bleiben. Sammle so viel, wie du kannst. Und um Himmels Willen, nimm dich in Acht vor Haien. Okay. Sind wir das? Ich sehe dich an einem trockenen Ort. Sis, Schwester, vielleicht? Okay. Aha. Kann ich da jetzt weiterblättern? Erste Seite steht da. Aha, wahrscheinlich gibt es dann hier so ein Raster. Gefunden. Das ist aber neu jetzt, oder? Das Buch. Oder habe ich das einfach nie gefunden gehabt? Das könnte auch sein. So ein Schussel, wie ich bin. Ja. Wie gesagt, es hat auch ein Badge gegeben, ne? Und ich weiß nicht, warum es jetzt auf einmal keinen Müll mehr gibt. Hallo? Irgendwie sind wir hier müllarm. Haben sie das auch reduziert? Oder bin ich jetzt so weit abgedriftet, dass ich den Müll jetzt verloren habe? Ah, wird später mal einer auftauchen, oder? Hoffentlich. Na gut. Den Sender. Ja, das, ich finde, der ist schon Batterieverschwendung. Der da. Steuern wir drauf zu? Ja, da kommt was. Okay. Kann ich wieder ausschalten? In der Richtung kommt dann irgendwas. Gut. Ja. Vielleicht haben wir jetzt auch eine Chance und eine Möglichkeit, dass das mit den Eiern besser läuft. Vielleicht war das ja die ganze Zeit ein Bug. Und durch den Patch jetzt ist das vielleicht besser. Weil irgendwie, ich habe nach wie vor keinen Schimmer, muss ich gestehen, wie wir Eier kriegen können. Ich meine, ja, Möwen, schon klar, aber vielleicht gibt es auch Hühner und ich habe das nicht gewusst. Ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Möwenei gegessen. Ja, egal. Tja, auf jeden Fall Ei wäre auch Fisch. Dann können wir nämlich die Heilsalbe und so weiter auch bauen. So, wie schaut man aus? Was haben wir denn da? Mal eine kleine Bestandsaufnahme. Was kann ich mal hier? Ja, genau, das wollte ich. Metall und Kupfer. Ja. Dann wollte ich nämlich glubschen, was wir hier alles haben. Hier haben wir sehr viel Graffel. Puh, ich müsste echt jetzt mal Ordnung machen, ne? Metall muss ich mitnehmen. Nägel muss ich mitnehmen, weil ich will jetzt unser Floß weiter ausrüsten, ne? Den Kopf kann ich wieder hier lassen. Da habe ich auch nur... Alter. Eine Kleinigkeit. Das Ding lasse ich auch mal da. Das lasse ich auch mal da, weil Kupferbahn... Nee. Batterien könnte ich bauen... Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und die Batterien dann ins Meer versenken, ne? Wie es gehört. Für einen anständigen. ja. Europäer? ja. Gut. Dann würde ich sagen: Bauen wir wieder weiter. Ja, das habe ich schon verstärkt. Wo könnte ich denn. Wo wäre es am sinnvollsten? Ah ja. Habe ich hier schon. Ich habe nichts mehr, ne? Nägel fehlen. Warte, Nägel, Nägel. Nägel, Nägel. Hier, da, Nagel, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Jetzt kann ich das bauen, weil das hier muss unbedingt mal geschützt werden. Das muss ich auch mal sagen. Schaut, das ist ja schwerer. Ich komme schon. Na, ich komme doch nicht rechtzeitig. Mistviech. So, das wollte ich mal sichern. Die Truhen sind eh gesichert, mehr oder weniger. Den Tisch hier werden wir sichern.
Dann wäre auch schon gut, den Reiniger zu sichern. Ja, genau. Oh, ich bin durstig. Habe ich nichts mehr zu trinken? Natürlich nicht. So. Aber jetzt auch. Zum Wohl. So, runter damit. Schlucki, Schluck, Schluck. Sehr gut. Und Gott sei Dank haben wir zwei Flaschen endlich mal. Jetzt geht das auch mit dem Reiniger viel besser. So. Zwecks anbauen. Batterien. Ich könnte schon Batterien bauen bis zum geht nicht mehr, oder? Weil viel. Okay, Schrott fehlt mir, aber sonst könnte ich das schon permanent am Laufen halten, eigentlich. Aber es gibt gar keinen Müll mehr. Der Ozean ist sauber. Wie geht denn das? Und irgendwie ist auch überhaupt kein Wind, oder? Täuscht mich das. Muss ich jetzt paddeln? Gibt es vielleicht schon einen Motor? Oder warte mal. Oder ich bin komplett, hoppala, komplett verkehrt. Und der Wind wird eher so gehen. Na, da ist nichts, ne? Sehr's. Kein Lüftchen, nix. Okay. Jetzt bin ich hungrig. Okay. Ich muss mal rauf. Eine Schüssel könnte ich auch mal bauen, ne? Jetzt habe ich den Ton weggetan, ich Schlaufuchs. Aber da haben wir eh schon einen leckeren Wels gebraten. Nom, nom, nom. Und hier oben muss ich jetzt auch mal schauen, dass ich. Oder habe ich eh schon gemacht? Ja, doch. Ich war doch braver als gedacht. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich muss mal darauf achten, dass ich mal so ein Lebensmitteldingens mache, ne? Da könnte ich auch die. Da könnte ich auch schön brav Schüsseln reintun. Also mal ein paar bauen und die reinstopfen hier, ne? Wäre besser. Machen wir das gleich. Sonst vergesse ich noch 20 Mal drauf. So, also ich brauche Ton. Wie war das? Den Ton musste ich jetzt formen, ne? Zum nassen. Z Na, das brauche ich gar nicht. Ich brauche nur normalen Ton. So war das. Genau, für die Schüssel. Da braucht ihr nur normalen Ton. Eins, zwei, machen wir mal drei. So. Genau. Und die Schüsseln kann ich jetzt oben. Halt, das muss ich auch noch machen. Zack, zack. Was wollte ich sagen? Hä, wo ich den sehe dann? Habe ich den jetzt irgendwo reingeschmissen, ich Trottel? Oder habe ich den jetzt verloren? Bin ich doof? Habe ich den jetzt verloren? Ja, dann machen wir halt. Egal, dann halt nicht. Oh, habe ich den wahrscheinlich oben hingelegt. Ah, schau, Müll. Oh, und der Sturm. Ah? Also in die Richtung mehr. So. In die Richtung segeln. Hoppala. So. Genau, jetzt kriegen wir auch wieder ordentlich Müll. Das passt. Dann schauen wir gleich mal bei dem Fasel hier. Zack, ob da was Brauchbares. Okay, ja, Schrot, das passt. Das ist wunderbar. Aha, warte, ich muss noch ein Stückchen weiter. Hier rüber, so. Vielleicht noch ein besseres Stück hier rüber. Was? Ja, das klappt schon nicht so schlecht. Glaube ich. Das nehmen wir noch mit. Das Fassel, wenn ich es erwische. Jawohl. Ja, okay, das war nicht so prickelnd. Schau. Ich habe dich gar nicht gehört. Ah! Gar nicht gehört, wollte ich sagen. Hilfe, mein Floß. Bäh. Das habe ich hervorragend gemacht. Unfassbar. So, dann reparieren wir das halt jetzt schnell. So, zack.
dass ich nicht nochmal absauf hier. So, schön die Richtung. Ich hoffe, jetzt kriege ich alles mit hier von den Fässern und so weiter. Ja. Dürft schon hinhauen. Schwupp. Jawohl. Jawohl. So. Gut. Genau. Die Schüssel, ne? Ah ja, da unten wollte ich, jetzt wurde ich abgelenkt 20 Mal. Da wollte ich ja zack und zack. Geht nix. Aha, Planken. Ah, da sind ja schon fertig, ich bin der Trottel. Das wollte ich. So. Ja, so und so. Jetzt kann einen Bahn brauche ich nicht mehr schmelzen, ne? Oh weh. Zocki, was machst du denn? So. Ah ja. Jetzt habe ich die Richtung geändert. Ne? Jetzt kann es sein, dass ich von der Insel weggeschwommen bin, unabsichtlich, ne? Statt auf sie zu. Ich fürchte schon. Weil ich so gierig nach Müll war. Hup. Dass ich das versemmelt habe. Ah, wir steuern eh schon auf die nächste zu. Da. Das wird schon. Da liegen schon wieder Federn drin. Ich werde jetzt auch mal die Federn lassen. Vielleicht, ich meine, es ist normal für die Vögel, ne, dass sie ihre Nester mit Federn auskleiden, damit es das Ei dann gemütlicher hat, wärmer hat, wie auch immer. Da, die Miersuppen. Die essen wir jetzt auch mal weg. Mahlzeit. So, dann kochen wir uns gleich eine neue. Warte. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Dann muss ich mir auch gleich noch welche anbauen. 3, 4, 5, 6. Dann nehmen wir gleich die 12 mit. Hoppala. Komm her. So. Und hier kommen die zwei. Zack, zack. Und zwei von dem. Zack, zack. Und rein das Opfer. So, Mahlzeit. So. Da sitzt eine Möwe, das ist gut. Ist das eine Insel? Eine Insel! Eine Insel, 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 glaube ich. Heureka! Lauf! Voll in die andere Richtung, darüber. Schaut aus wie eine. Da hinten. Ist das was? Oder sind das komische? Das ist eine Rieseninsel. Leck mir am Buckel. So, schnell. Darüber. Mein Battle, das eh schon hin ist. La la la. Ja, Kavum. Das war's damit. Neues Werkzeug. Das Battle. Ich hoffe, ich kann's bauen. Jawohl. Passt. Und gehen wir. Wusch. Das ist eine große Insel. Schau mal da drüben. Ich glaube, so eine große hatten wir noch nie. Vielleicht habe ich Glück und da ist auch mal Dreck drauf. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Die ist echt riesengroß. Jetzt kann auch sein, dass da ein Bär drauf ist, ne? Dann kriege ich direkt eine gescheuert. Ist aber wurscht. La la la. La la la. Die ist echt groß. Wow. Ich hoffe, ich komme da ganz rauf. Vielleicht sind noch hier mal Ziegen. Dreck wäre halt mal besser, aber dann könnte ich mir schon so eine Wiese bauen, ne? Da ganz oben ist auch irgendwas. Eindeutig. So, hoppala. So, so, der Anker ist uns auch da in der Nähe, das passt. Dann müsste ich auch quasi 4 Anker bauen eigentlich, ne? Wow. Okay. Die ist komplett neu designt, die Insel, kann das sein? Kann ich hier so, von mir aus so ein bisschen, noch so? Kann ich besser hinpacken? Ich glaube nicht, ne? Dann legt man mal den Anker. Das Segel kann ich wegtun. So, dann nehme ich mal mein Speerli. Und schaue mir das mal an, wollte ich sagen. Aber vorher tun wir den Haifisch da pieksen. Geh weg, du Mistviech. Ist ja unwahrscheinlich sowas. So. Dann schauen wir mal, ne? Eine schöne neue Insel. Vielleicht ist das echt ein Bär und ich werde gleich weggefressen. Hallo?
habe meine Schaufel jetzt nicht mit, ne? Aber ich erkunde jetzt, ich erkundige mich mal, ne, wie es hier so ist. Oh, man kann jetzt auch besser erklimmen, ohne dass man hier Sachen bauen muss. Das ist ein Plus. Ah, ich sehe immer noch keinen Dreck. Da ist mal eine Kiste. Schrott an Haufen, okay. Kann es sein, dass ich ein Dreckproblem habe? Ah. So. Nehmen wir mal mit. Das ist, glaube ich, die unendlichste Insel, ohne irgendwo Dreck zu haben. Bei der ersten Insel, glaube ich, wo wir waren, da hatte ich Dreck gefunden. Ne? Seitdem nie mehr. Vielleicht bin ich auch nur doof. Das könnte auch sein. Aber ich habe jetzt eh keine Schaufel mit. Also hilft mir das jetzt gerade eh nichts. Ah, trotzdem ist das komisch. Die Pflanzen hier sind auch neu, ne? Naja, was soll's. Ich leere mal unser Inventar aus zu Hause. Und dann schauen wir weiter, ne? Vielleicht habe ich ja doch Glück und ich kann das erst sehen, den Dreck, wenn ich eine Schaufel habe. Nee, ist ja Blödsinn, oder? Naja, egal. So, hier hat nichts mehr Platz. Was haben wir hier? Den Clipper werde ich da mal reintun. Das Essen werde ich mal behalten. Und den Schrott nehme ich jetzt auch mit. Dann kann ich noch ein paar Nägel zusammenschustern. Das mache ich auch gleich. Na, da unten müssten dann eh mehr sein. Dann kann ich hier noch ganz fix was ausbauen. Optimal wäre, wenn ich das hier mal mache. Hier so. Das hier auf jeden Fall. Dass mir die Peete hier vielleicht erhalten bleiben. Dann sehe ich gerade, brauche ich was zum Saufen schon wieder. Da. Da tun wir gleich ein neues nachschütten. So, Prost. Dann wollte ich hier was anbauen. Aber das ist jetzt keine gute Idee, weil ich das gerade nicht überwachen kann. Oder? Zumindest müsste ich eine Vogelscheuche aufstellen, hätte ich mehr Chancen, dass das Essen fertig wird. Da fehlen mir jetzt... Aha, wer hätte das gedacht? Nägel und Kunststoff. Ne, so ein Zufall. Egal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3. So, dann 1, 2, 3 geht sich noch aus und die ganzen Rüben. Weil ich muss jetzt nachzüchten, weil mir geht hier schon alles aus. Da muss ich hier ein bisschen... Zeit investieren. Pech. So, so. Bin schon wieder leer. Zack, 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 zack. Das ist praktisch, wenn man so viele Flaschen hat. So. Nanu? Ich glaube, der Hai frischt schon wieder was weg, ne? Mistviech. So. Ich sehe gerade, hier fehlt mir der Sämling für einen Baum. Und ich werde mal die Ananas wegessen, mal ein bisschen Obst essen. Ein paar Vitamine für uns ist nicht verkehrt. So, nom 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 nom. Nom 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 nom. So, zack, zack, zack. Mal einsammeln den Dreck. Was ist hier los? Nix. Kann man das noch reparieren? Das schaut so kaputt. Ja, das schaut nämlich so kaputt aus. Also nagt der Hai das schon auch an. Die Verstärkten. Oder habe ich das verstärkt, bevor ich es repariert habe? Egal. Irgendwie so halt. So, gut. Dann packen wir mal die Axt aus. Heureka! Hoppala. Das war sehr elegant. Die kann ich nicht zerhacken, oder? Na, das geht nicht. Jetzt habe ich wieder keine Schaufel mit, aber ich glaube, das ist eh wurscht, weil ich glaube, hier ist kein Dreck. Ich glaube, hier ist eh kein Dreck. Und ich wollte jetzt sowieso mal die Bäumchen fällen. Die Blümchen lasse ich jetzt mal stehen, weil so viel Farbe braucht man nicht. Tja, zack. So. Also ein bisschen Dreck wäre halt schon schön gewesen. Dann hätte man wieder was Neues lernen können, ne? Aber ich will mich jetzt auch nicht allzu lange aufhalten. Ich sammle jetzt einmal einfach... Kann ich das kaputt hauen? Nein. Ich sammle da jetzt einfach mal
die Sachen ein, die wir brauchen können. Ich werde auch gleich tauchen gehen. Zuerst brauchen wir noch Haifischköder. Stimmt, die werde ich noch ganz schnell fischen. Schnell vielleicht, unter Anführungszeichen. Also die noch fischen und zusammenschustern und ja. So ungefähr schaut der Plan einmal aus. Die Melönchen nehmen wir mit. Natürlich. Habe ich noch Platz? Ja. Geht sie schon noch aus. So. Zack. 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 Weil Planken kann man eh nie zu wenig haben. Ah, das ist echt sonderbar. Naja. Also wegen Dreck meine ich halt, ne? Jo, ist halt ein Pech. So. Gut. Dann rennen wir mal ein Stückchen. Oh, ruck. Heureka. Und probieren wir schnell. Ich glaube, ich habe nämlich keinen mehr. Probieren wir dann schnell den Haifischköder zu bauen. Und hier muss ich noch Metalle schmelzen. Ja, ja. Den Hai muss ich auch kitzeln. Komm her. Zack. Zack. So. Einmal schnell reparieren. Bäm. Bäm. So. Tap, 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 tap. Was wollte ich? Schmelzen. Einmal. Und zweimal. So, Planken sind nachgefüllt. Ja. Gut. So, Truhe. So. Hast du einen Stress, Zocki? Ne. Ne. Schaut nur so aus. Ja, dann ist alles gut. So, die Kokosnuss könnte ich noch wegessen. Die Planken, die Sämlinge muss ich noch wegräumen. Die waren jetzt normalerweise hier irgendwo. War das hier? Na, hier waren noch Essensdinger drin, genau. Die Kokosnuss esse ich gleich. Die Melönchen. Oder ich esse die Melone und lasse die Kokosnuss irgendwie so. Warte, hier waren die... Nein, wo waren die Sämlinge? Ah, die habe ich drüben. Genau, ich trottel. Die habe ich hier. Ach, Gottchen, mit mir geht's bergab. So. Und zack. Das wollte ich machen. Ja, freilich. Schau. Mistviech. Wo bist denn? Ich hau die. Hat's mir nicht schon einen Samen weggefressen? Saufviech. Echt. Dreckiges. Entschuldigung, aber es war. Mistviech. Kannst nur überwachen die ganze Zeit. Wird mein Floh wieder angenagt? Geht die Schmelze jetzt auch schneller? Oder täuscht mich das? So, zack, zack. Der Part ist eh gleich zu Ende. Ich verbleibe hier noch ein bisschen. Und hoffe, dass ich gleich mal meine Sachen hier ernten kann. Bevor alles kaputt geht. Ne? So, hier wollte ich sagen, Sämling und Sämling. Ja, die Farbs, die Blumensamen haben wir hier. Ja. Nein, nicht wegschmeißen, das brauche ich noch. So, ernten, jawohl, das wollte ich haben. Ganz schnell. So, dass wir wieder was für unsere Küche haben. So, eigentlich sollte ich das auch nach oben mal verpflanzen, verfrachten. Das geht noch nicht, das ist noch nicht ganz fertig. Aber da darf ich nicht versäumen. Kartoffeln haben wir so viel. Na, Kartoffeln haben wir so viel. Ja. So. Das heißt, die werde ich gleich... Ist ein bisschen laut, die Musik jetzt wieder, ne? Die werde ich jetzt gleich wieder ansetzen hier, dass auch unsere Möwe was zum Essen hat. Das ist Mistviech. So. Zack. 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 Fisches Wasser ist aus. So. Es geht echt ein bisschen schneller. Oder täuscht mich das? Mir kommt vor, das geht alles ein bisschen flotter. Oder ich bin es nicht mehr gewohnt. Das könnte auch sein. So, nochmal einen Schluck trinken und nochmal einen Schluck. Passt. Bist jetzt einmal fertig da. Gib Gummi. Ich will nicht, dass die Möwe dich kriegt. Und dann werden wir bald mal abtauchen. Würde ich sagen. Und uns die Erze holen. Bitte, werd fertig. Jo. Gut. Und ein Schrott natürlich auch. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Der Schrott muss auch gesammelt werden. Die Blumen, wie gesagt, lasse ich alle. Jo. Bitte, werd fertig.
Oder weißt du was? Ich fisch derweil. Das ist vernünftiger. Ich brauche noch die Köder. Habe ich auch Platz? Der Part ist sowieso zu Ende. Egal, ihr Lieben. Lassen wir es gut sein für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr es wieder schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.